Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar mit Steff. Weißt du, wie oft ich diese Nachricht bekommen habe, dass, ob wir mal wieder Videos drehen? Immer wenn ich diesen Fragensticker mache, ich hol's aber nie rein, weil das so genau kommt. So Leute, wir haben uns was Cooles überlegt. Und zwar haben wir überlegt, dass wir heute das... Wie heißt das denn? Zwei Lügen, eine Wahrheit drehen. Also man überlegt sich zwei Lügen und eine Wahrheit ist drin und der andere muss herausfinden, was die Wahrheit ist. Also damit, mit diesem Spiel könnt ihr uns tatsächlich auch besser kennenlernen. Also das erste ist einfach sehr kurz und knapp. Ich habe bei Mercedes gearbeitet. Das zweite ist, ich stand mit Nemo schon mal auf der Bühne. Das war aber 2015, wo sein Hype noch nicht so da war. Das ist so weird mit dir, ne? Du guckst einen an wie so ein Kartoffel. Okay, und das letzte ist, ich hatte eine Katze, aber als sie dann so 20 Haufen Scheiße an einem Tag in die Wohnung gemacht hat, habe ich sie wieder zurückgegeben. Okay, warte, was war nochmal das? Also ich habe bei Mercedes gearbeitet, ich war bei Nemo auf der Bühne, aber da war er noch nicht so fame und das war so eine mehr oder weniger Privatveranstaltung. Und was hast du auf der Bühne gemacht? Ich habe getanzt für ihn. So, okay. Ja, wirklich. Ja, glaubt ihr nicht? Ich habe ein bisschen so... Leute, ja, oder das mit der Katze. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Und wo war das im Mercedes-Laden, wo du gearbeitet hast? Da, wo ich halt gewohnt habe, in Kreuzheim, ne? Ja. Und was war der schlimmste Moment bei deiner Arbeit im Mercedes? Ich glaube, keinen schlimmen Moment. Es war eigentlich immer relativ schön. Ich war Automobilkaufmann. Und was war das? Also musstest du die verkaufen? So gesehen wäre das Ziel gewesen, dass ich Autos verkauft wäre. Aber was hast du dann gemacht? Wie, was habe ich dann gemacht? Wenn das Ziel... Ja, die haben mich ja erstmal eingearbeitet, so. Ich habe ja gelernt. Mhm. Weißt du, ich bin ja nicht direkt so King und kann direkt so AMG verkaufen. Mhm. Sondern ein VW erstmal. Nee, gibt's bei Mercedes nicht. Aber ja, boah, wenn du bei Mercedes ein VW verkaufst, dann bist du aber ordentlich. Ja, Chef. Okay, also... Für was entscheidest du dich? Für die Katze. Ja, das ist falsch. Was? Ja, ich habe bei Mercedes gearbeitet. Wirklich? Ja, aber war halt ein Praktikum. Oh, toll. Leute, bisschen so tricky-micky, ihr wisst Bescheid. Ja, okay, du bist dran. Okay. Bin gespannt. Leute, denkt ihr, Steff, ihre Sachen sind genauso gut wie meine? Ja. Gebt jetzt einen Daumen nach oben, wenn ihr ja denkt. Du bist die ganze Zeit scharf und ich nicht. Doch, ich bin auch scharf. Hat wohl seine Gründe, ne? Als Maularschloch. warte. Also, ich hatte mal eine Esskrankheit. Mhm. Und auch Bulimie zusammen. Mhm. Und dadurch hatte ich auch sehr starke Haarausfall und hatte sogar eine Scheitelglatze. Wo, ja, wo die immer so, also meine Haare... Warum grinst du gerade? Wo meine Haare immer in den Scheitel gefallen sind. Okay. Und ja. Die zweite Sache ist, dass ich allergisch gegen Nüsse bin. Mhm. Und die dritte Sache ist, dass ich gar nicht schwimmen kann. Was passiert, wenn du so eine Nuss isst? Dann habe ich richtigen Ausschlag und kriege keine Luft mehr. Wo hast du den Ausschlag? Im Hals. Drin. Drinnen? Ja. Innen drin hast du einen Ausschlag? Ja. Weißt du, was ein Ausschlag ist? Was war das letzte? Das letzte ist, dass ich nicht schwimmen kann. Ich glaube, du kannst nicht schwimmen. Warum? Weil ich glaube, du kannst einfach nicht. Wow. Kannst du schwimmen? Das musst du jetzt sagen. Ja, ich sag, das ist falsch. Das ist auch falsch. Ach so. Ja. Ja, warte, ich muss die Wahrheit finden. Ja, du musst die Wahrheit finden. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass du nicht schwimmen kannst. Ja, das ist ja falsch. Also, du kannst schwimmen. Ich glaube, wir haben uns gerade beide verstanden, obwohl wir beide Schwachsinn gelaufen haben. Ja, warte, du kannst schwimmen. Kannst du schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Okay, schade. Ich habe mein Seepferdchen im Portemonnaie. Im Portemonnaie? Ich nehme das immer mit. So, wenn ich Bademeister rausholen, sagst du, nö. Hab ein Seepferdchen. Ja. Ja, dann das mit dem Haarausfall. Ja. Okay, also krass. Esskrankheit. Esskrankheit, wann war das? Letztes Jahr. Ich habe 20 Kilo zugenommen. Soll ich dir mal zeigen, wie dünn ich aussah? Nein. Ach so, man ist dann dünn. Ja, ja, ich war richtig skinny. Also, darf ich das einblenden oder nicht? Ja, ja. Also, das sind ganz kurze Sachen. Also, ich habe beim Feiern mal 2000 Euro liegen gelassen. Mhm. Was war denn das nächste? Ich bin verliebt. So nur drei Wörter. Mhm. Oder ich war mal in einem Zug drin und ich habe erlebt, wie so eine Frau reingekommen ist und die hat den Hund draußen stehen lassen.
Und wo war der Zug? Es war hier in Köln. Und wohin bist du gefahren? Zu Dominik. Was? Was? Ja. Okay, das stimmt schon mal nett. Und, oh Gott, guck mal, meine Floss auf mein Gesicht. Ja, ich habe es selbst voller benutzt. Ciao. Ich bin verliebt und noch irgendwas war's. Also. Ich habe beim Feiern mal 2000 Euro liegen lassen. Du musst dir halt so vorstellen, dazu, dass in Köln ja so ein Tisch kostet ja schon so 500, 600, 700 Euro. Echt? Mhm. Für die VIPs. Mhm. Mhm. Was denkst du? Ich glaube, das stimmt mit 2000 Euro. Was glaubt ihr? Ob das wirklich Licht richtig ist, siehst du, wenn das Licht angeht. Hat das das? Nee, stimmt nicht. Das mit der Frau und dem Zug und dem Hund stimmt. Aber woher willst du wissen, dass das ihr Hund war? Vielleicht hat sie den dann kurz nur mitgenommen. Junge, die hat geschrien, als die drin war. So, nein. Ja, ja, der war in so einer Leine, in so einer, diese, wo du so klicken kannst und dann ist da so ein Seil. Und das Seil war zwischen der Tür und dem Hund. Oh mein Gott. Dann hat die Notbremse gezogen. Geht Hund das? Ist nicht gestorben. Du oh mein Gott, stell dir vor, der Hund will mitgerissen werden. Ja, das habe ich mir auch vorgestellt. Du saß da. Ich saß da so und war so, gleich gibt's Hundehackfleisch. Oh nein. Schuss. Okay, du ja, bist drin. Krass. Ja, war aber alles safe so. Die hat den gerettet, alles gut. Also, ich hatte meine Brille. Mhm. Ich war Weitsicht. Und früher habe ich mir immer Fake-Sachen auf AliExpress bestellt und anderen dann gesagt, dass die echt sind. Mhm. Ich hatte mir sogar so Adidas Superstars in Blau bestellt und gesagt, die sind echt, obwohl das total fake aussah. Mhm. Aber egal. Und das Letzte ist, ich habe mal einem Jungen in der Grundschule die Nase gebrochen, weil er hatte mir meine Murmel geklaut. Oder hast du ihm einfach einen Box gegeben? Einfach einen Tritt in die Fresse. Ja, nee. In deiner Murmel. Ich hatte schon immer so große Hände, weißt du. Und dann habe ich... Du hast seine Nase umgedreht. Ich hab meine Nase... Nein, ich habe dem so richtig eine reingeschmettert, weil ich sauer war. Und es gab kannst halt... Kannst aufhören, ich glaube dir das eh nicht. Was? Ich glaube dir das nicht. Ich glaube, das mit AliExpress stimmt. Oh ja! Das passt aber auch so zu dir. Warte mal, habe ich gerade den ersten Punkt gemacht? Oder hat davor schon ja, jemand Ja, das erinnert? Ist der erste Punkt. Leute, danke. Ja, das war's mit dem Video, ich habe gewonnen. Ja, aber das passt zu dir. So, da noch so richtig flexen, so, ja, ist real, ne? Ja. Ja, ja. Ja, nee, passt zu dir. Sehe ich so. Also, als ich jünger war, habe ich andere Frauen immer Schatz genannt. Mhm. Also, das war so, da war ich so 10 vielleicht. Und was haben die Frauen gesagt? Und wie haben sie sich gefühlt? Die fanden das süß. Wie alt waren die Frauen? 3! Schon so alt. Ja, was ist das für ein Ja, keine Alter? Ahnung, von erwachsen bis alt. Und warum hast du sie Schatz genannt? Ja, weiß ich nicht. Hast du dir das irgendwo abgeguckt? Keine Ahnung, vielleicht habe ich gedacht, es sind meine Mamas oder so. Was? Was? Ich, du nennst deine Mutter Schatz. ich war schon mal in dich verliebt. Okay. Dann, ich bin schon mal in einen See ertrunken, weil ich nicht schwimmen konnte. Und dann habe ich eine Mund-zu-Mund-Beatmung bekommen. Von wem? Von meinem Vater. Ja, und Walla. Und wie alt warst du da? Ja. So 8 oder so. 8, 7, 6. Okay, was war nochmal das Erste? Dass ich Frauen Schatz genannt habe. Ich glaube, das Letzte stimmt, dass du wiederbelebt wurdest. Echt? Bist du dir ganz sicher? Willst du einloggen? Nein. Also ja. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich hatte recht, ne? Ja. Warum bist du, also wie ist das passiert? Ich war in so einem Schwimmreifen, kennst du die? Mhm. Und dann bin ich da durchgeflutscht. Und alle waren schon draußen und sich am Umziehen. Und bis die gecheckt haben, dass ich weg bin, unter Wasser, oh nein, sind schon so 5-6 Sekunden vergangen. Und dann kam mein Dad und hat mich rausgezogen und dann hat der Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Also das hast du auch gebraucht, und ne? Seit dem Moment bin ich schwul. Ja, okay, es steht 1-1. Okay. Es steht 1-1 und du darfst noch einen machen, das ist der letzte. Ich war mal auf einer Party. Mann, geh mal nicht so weit raus. Ich war einmal auf einer Party. Ja, zur Party.
da gibt es ja also Getränke und so, ne? Ja, also wenn man Sachen halt unbeaufsichtigt stehen lässt, ne? Dann, und dann wiederkommt zu einem Getränk, dann kann es sein, dass irgend so ein Depp mal was reingeblubbert hat, weißt du? So, halt K.O.-Tropfen, meine Kinder, ne? Muss man sehr Also du sagst jetzt, du hast K.O.-Tropfen bekommen. Ja, ich wurde dann, also ich bin dann umgekippt und dann kam der Notarzt und ich wurde nach Hause gefahren. Okay. Also ich wurde natürlich wiederbelebt auf den... Und dann... Wiederbelebt. Ja, nächstes. Ich hatte früher keine Freunde. Ja, das glaube ich nicht. Und dann, also ich war halt immer so ein Loner, weißt du, ich bin immer durch mein Leben so gegangen, alleine immer, ne? Und dann hatte ich mir überlegt, dass ich hatte zwei imaginäre Freunde, die habe ich mir mal vorgestellt. Und ich stehe noch dazu, weil wenn man alleine ist, dann ist es okay, wenn man sich Leute ausdenkt, weißt du? Das ist so. Es ist okay. Und ich, also es ist schon ein bisschen peinlich. Das hört sich gerade an wie so eine Selbsthilfe. Leute, es ist okay, wenn ihr euch Leute ausdenkt. Auf jeden Fall bin ich dann halt immer mit Paul und Lisa rumgegangen und ich habe auch mit denen manchmal geredet und dann alle so, Steffi, mit wem redest du? Ich so, lass mich in Ruhe und so. Und dann bin ich mit Paul und Lisa mal weggegangen. Weißt du? War die heftige Clique? Ja, war anders heftig, Alter. Diese andere Clique, Leute, die haben euch gegeben. Was letzte? Das letzte ist, dass ich meiner Schwester bis zum letzten Jahr immer Sachen von ihr selber zu Weihnachten geschenkt habe. Das hast du mir schon mal erzählt, Fell. Nein. Doch. Hab ich nicht. Ich hätte, er wäre jetzt was anderes gekommen, hätte ich das Paul und Lisa Ding genommen. Wirklich? Ja, aber das, ich kenne das. Deshalb das. 2-1 für mich. Das ist, Leute, guck mal, wenn ihr mit jemandem spielt, der einfach unterbelichtet ist, dann tut sie was rein. Was sie mir schon mal gesagt hat, wisst ihr, wie ich meine? Revanche gibt's irgendwann wieder. Ich fand das richtig lustig, das können wir echt öfter machen. Das war lustig, Leute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Sagt mal, wie ihr es fandet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr supporten wollt. Und abonniert gerne den Kanal. Aktiviert dann einfach noch die Glocke, weil ist ja eh nur eine Sekunde Arbeit. Und geht mal in die Videobeschreibung auf Steffs Kanal. Und abonniert da auch mal. Danke. Auf Ehre, Leute. Ich habe fast 100.000. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Du Schwein. Und ciao. Tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.